mal irgendwo aus der Tube rausziehen. Naja, schauen wir mal. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Squarespace. Wir hatten neulich die Verlosung, ne? Für ein Jahrespaket von Squarespace. Gewonnen hat keycastle.de. Ist ein Fotograf, der Sven, der hört bei uns zu. Und da kann man zum Beispiel mal reinschauen, schauen wir mal Autos an. Das ist einfach eine eigentlich relativ simple Seite mit Fotos, weil er ist Fotograf und deswegen bietet es sich zum Beispiel an, hier Fotos von Autos. Kannst du hier so eine Lightbox? Ist eigentlich relativ simpel, aber es ist halt so ein Problem, so wie machst du es, wenn du es irgendwie von Hand machen willst. Und das ist halt hier zum Beispiel mit Squarespace schön gelöst und auch solche Sachen wie hier Kontaktformular. Das ist halt nicht nur ein Kontaktformular, was dir dann hinten rum eine E-Mail schickt, sondern es sieht auch noch gut aus. Ja. Ne? Und einfach sehr simpel und ohne größere Probleme. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen, an alle anderen auch. Und wenn ihr auch so eine hübsche Seite haben möchtet, wenn ihr fotografiert, wenn ihr ein Portfolio habt, wenn ihr einen Laden habt, wenn ihr irgendwas machen möchtet, wofür ihr euch nicht um die Website kümmern möchtet, dann geht mal zu squarespace.com. Unser Gutscheincode ist immer noch GADGET, G-A-D-G-E-T. Und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Es ist einfach, sie haben jetzt neue Version 7 von Squarespace, ist draußen mit noch mehr gut. Vor allem so dieses, du kannst den Content, wenn das dann soweit ist, du kannst den Content an Ort und Stelle bearbeiten. Das heißt also nicht mehr Backend, Frontend, sondern du schreibst an die Stelle, wo du es auf der Seite haben willst, einfach rein und dann hast du dein Dings dort bearbeitet. Ich habe letzte Woche mal versucht, eine Seite von mir einfach in Squarespace nachzubauen, also neu zu bauen. Ich habe bisher halt immer dann nur Text reingeschrieben, alles gut, dann habe ich gesagt, ja, da müssen auch Bilder rein, habe ich mal Bilder reingezogen, siehst du halt ein Bild drin, da ist da ein Bild drin. Und dann ist mir so passiert, ich nehme halt so das Bild, ich wollte da so ein bisschen an diesem Bild rumwurscheln und schieb's aus Versehen und dann ist das Bild plötzlich neben dem Text und der Text fließt außenrum, voll geil. Ich scheue mich nur davor, jetzt diese ganze Seite auf Squarespace umzuziehen, weil das möchte ich eigentlich nicht und weil es ist ja dann nicht so, dass man sagt, ja, ich copy and paste den Text rein, weil das kann so viel geilen Scheiß. Ich würde mich dann schon wieder sehen, 200 Stunden schön Text anzupassen und oh, jetzt sieht es noch schöner aus, wenn es jetzt und dann hier und dann kannst du noch Hintergrund reinsetzen und so ein Banner-Grafiken. Und, ziemlich geil. Mhm. Also vielleicht muss ich doch nochmal meinen neuen Blog starten. Ich hab auch echt nicht genug. Ich glaube, Leo wollte auch noch einen neuen Blog starten. Oh ja. Ja? Ist schon fertig? Nee. Gut, also rein. Der Teaser klang gut. Ja, ja, danke. Ja, ja. Also Text reinschreiben müsst ihr noch selber, ja, ja. Das nehmen sie euch leider dann doch nicht so einfach. Ab. Ja. Text reinschreiben. Nur ins Internet schreiben. Also, ich weiß. Die Blogger beschweren sich, oh, das viele schwierige in den Text reinschreiben. Ja. Genau. Die ganzen Buchstaben. Ja, so viele verschiedene. Ja, also konfus ist es manchmal. Ja. Also, schaut mal an, es gibt guten Support, 24 Stunden rund um die Uhr. Die Verträge gehen los bei $8 im Monat. Wenn ihr ein ganzes Jahr nehmt, ist die Domain schon inklusive. Die ganzen Designs sind responsiv und passen sich auf allerlei Geräte schön an. Ihr könnt einfach mal ausprobieren, 14 Tage ohne Kreditkarte. Wenn ihr dann soweit seid, nehmt ihr einfach den Gutscheincode GADGET und dann gibt es 10% Rabatt auf den ersten Kauf. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Squarespace und schaut euch auch mal Squarespace 7 an. Das ist jetzt dann auch demnächst da. So.